Press mal too hot, hatten wir auch noch nicht. Zack. Irgendwas anderes? Nee, ne? Was fehlt denn jetzt noch? Wir könnten noch eine Fuel Cell mitnehmen. Einfach für den Fall, dass. Und dann kann ich das andere... Hydro... Gentank, nee. Das ist nicht, was ich suche. Science Bay... Alkaline Fuel Cell war's, genau. So, da haben wir noch ein bisschen Notfallstrom. Und dann können wir den Verteilerring tatsächlich rausnehmen erstmal. So. Und aber noch ein paar andere Sachen mitnehmen. Und zwar würde ich gerne noch gucken, dass wir den Survey Scanner hier irgendwie auch noch rangeflanscht bekommen. Jetzt kommt natürlich die große Problematik, dass wo genau eigentlich hin auf mich zu. Shit. Das Ding ist echt groß, ne? Aber eigentlich würde ich gerne einen Ressourcenscan durchführen, wenn ich schon mal da bin. Oder wir sparen uns das. Nee, ich will eigentlich wirklich einen Ressourcenscan durchführen. Das macht natürlich das Fairing jetzt nochmal ein bisschen größer. Nee, passt auf. Ja. So. Wir machen uns einen Ausleger dafür. Na komm, geht er jetzt ran. So. Ha! Die Evakuierungsmission ist schon durch, DJ. Dafür bist du ein bisschen spät dran. Die sind schon zu Hause. Die Moonbase Alpha ist offiziell leer. So. Wenn wir das ausfahren, explodiert hoffentlich auch nichts. Oh, das wird mit den Solarpanels schwierig, ne? Okay, dann ist hiermit gerade eben die Mission leider auf zwei Solarpanels zurückgezogen worden. Schwupp. Mehr Solarpanels konnten wir leider nicht investieren. So. So, etwas in die Geschichte, etwas, das in die Geschichte eingehen wird, baue ich. Entweder als super praktisch oder als super fail. Ja, das ist korrekt. So. Zack. Passt. So, jetzt haben wir da den Scanner dran. Dinge, die ich schon immer mal an Duna tun wollte. Wenn ich dann schon mal da bin, kann ich doch eigentlich auch gleich... ...einen Oberflächenscan machen, oder? Ich meine, spricht ja wohl gar nichts dagegen. So, wenn ich das jetzt extende, klappt die nach unten. Dann haben wir Platz für Freund-Oberflächenscanner. Extend. Cool. Retract. Das ist jetzt der High. Ach, lass mich raten. High, bla. High Resolution. Okay, ja, das ist der High, ne? Gut. High Resolution Scanner, check. Dann brauchen wir den eigentlich nicht. Das ist eigentlich nochmal interessant, um... Den könnte man auch noch mitlaufen lassen. Oh, wer hat denn da jetzt schon wieder? Der Umut. Danke für den Follow und den Flo. Weiß ich gar nicht, ob ich da schon was zu gesagt habe. Falls noch nicht, dann entschuldige mich. Und ich brauche, glaube ich, das Ding auch nur auf einer Seite. Nicht auf beiden. So. Ja, euch beiden auch vielen Dank fürs Follow natürlich und willkommen. So, und dann hätten wir hier einmal den guten alten Multispektralsensor und einmal
das. Und wenn wir das jetzt alles zusammenklappen, haben wir hier quasi so die Scan-Ebene. Na gut, und da drüben ist auch irgendwie Scanner, aber. Aha, jetzt ist die auch schon wieder zweimal dran. Ich wollte nur eine davon, ehrlich jetzt. So. So, 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 so. Zack. Zack, so. Ist ganz schön hoch. Das ist tatsächlich ganz schön hoch. Den müssen wir dann noch ein bisschen zurückziehen, wenn wir das so machen wollen. Zack. So, ein bisschen. Ne? Bisschen raus. Ein Schwenkarm an die Antenne. Ja, es wäre schön, wenn es Schwenkarme geben würde. Dann wäre das richtig super. Aber leider gibt es keine Schwenkarme. So, was ich persönlich auch traurig finde, möchte ich nochmal am Rande erwähnt haben. So, Deploy Scanner. Heißt dann aber auch, das Ding hier ist vorbei mit aufmachen, oder? Ne, kann man sogar noch aufmachen. Okay, das ist auch okay. Wenn wir retracten und ich mache das auf, geht dann irgendwas kaputt? Ne, alles gut. Sehr schön. Gut, dann können wir tatsächlich eine Dreifachverteilung der Solarpaneele nochmal an. Nope. So war das nicht gedacht. Der Solarpaneele nochmal anstreben. So. Und zwar so, dass sie sich mit denen hier nicht interferieren. Und da drüben ist dann wieder freie Bahn mit Marzipan. Sehr schön. Gut, ja, es gibt ein Mod, was das macht. Infernal Robotics. Habe ich aber nicht. So, lasst mich nachdenken. Wir haben Antennen, wir haben Langreichweitenantennen, wir haben Strom, wir haben allen möglichen Krimskrams angebaut. Wir haben Experimente, wir können den Mars, also Duna, einmal komplett durchscannen. Wo eigentlich? Eigentlich spricht nichts mehr dagegen, dass wir losziehen können. Oder dass wir mit dem Ding hier losziehen können. Ich will jetzt einmal noch das hier ein bisschen auf die Höhe verschieben, wo. Einfach aus Symmetriegründen. So, jetzt dürfen wir das hier, glaube ich, nur nicht mehr aufmachen, bevor wir die Antenne nicht aufgeklappt haben, aber das ist ja gar kein Problem. Da drin wollen wir normalerweise eh nichts. Oder wir bewegen das hier, dann müssen wir aber drüben alles umbauen. Ah, schwierig. Doch, wir machen das jetzt hier. Wir machen mal saubere Symmetrie. Es tut mir leid, dass ich so rumfummel, aber es soll ja auch ordentlich sein. So. So, dann ist hier keine Gefahr, dass uns eine Tür irgendwo reinschlägt. Zack. So. Dann müssen wir die hier. Naja, das können wir eigentlich auch so lassen. Das Ding klappt eh nicht doll auf. Okay, das klappt doll auf, als ich es in Erinnerung hatte. Also einmal sauber unter dem Balken runter damit. Ein Dockingport ist dran. Also hier ist ein Dockingport dran, der bleibt auch am Satelliten. Hat halt dann nur einen kleinen, aber das ist auch okay. Muss man halt in der Mission mit einplanen. So, und ich glaube, genau so würde ich das Ding jetzt erstmal verpacken. Da ist. Hä? Achso, der ist noch dabei. Da ist jetzt alles so ziemlich dran, was ich an lustigen Experimenten kann. Und eigentlich hat es auch genug Delta-V, um damit nach Duna zu kommen. Das heißt, wir können das Teil jetzt mal in seine Verpackung reinhängen und auf eine Rakete setzen.
Bildfairing, so. Ach, verdammt, ist das, was ich hier vergessen habe? So, müssen das natürlich alles nochmal so ein bisschen autostrucken hier. So. Autostrut all the things. Einfach nur, um sicher zu gehen, dass das hier nicht irgendwie wackelt. So. Was wiegt denn der kleine Dockingport? Ja, 20 Kilo haben oder nicht haben, ist tatsächlich ein Argument. Gut, gestruttet. Jetzt aber Fairing bauen. So. Zack. Zack, zack. Was ist los? Warum willst du keine Cross-Section bauen? Hä? Was stört ihn denn? Verstehe ich gerade nicht. Was will er denn jetzt nicht? Irgendwas ist hier mit diesem Scanner nicht in Ordnung. Extend und retract. So. Irgendwie stört er sich an dem Scanner. Oh, echt jetzt? So, zack. Ich guck noch mal kurz, ob es der Scanner ist. Ne? Ach, shit. Der Scanner auf der anderen Seite. Ihr habt recht. Nein. Ja. Ja. Den müssen wir dann ein bisschen reinschieben. Hilft ja nichts. Gut, dann machen wir jetzt hier erstmal den wieder ran. So. Wie viele Millimeter wir rauskratzen können, bevor der Berührung bekommt. Aber ein bisschen was geht noch und ich glaube, da fehlt ja nicht viel. Aber ich glaube, ich muss den gar nicht skalieren oder so. Und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob man den überhaupt skalieren kann. Ah, man könnte ihn tatsächlich skalieren, aber ich glaube, es muss gar nicht, weil ich denke, dass das hier schon fast reichen wird. Gut, wenigstens wissen wir jetzt, was der Störenfried war. Come on. Yes. Millimeterarbeit. Seht ihr das? Millimeter. So. Wo ist hier? Die nächste Stufe. Zack. Okay. Dann gucken wir mal, wie weit wir das schon zusammendengeln können. Sehr schön. Okay. Zack, haben wir das Fairing einmal drumrum. Ein kleines Knallbonbon voller Freude mit nur 30 Tonnen Gewicht. Was kann da schon schief gehen? Ich möchte gerne ein Clamshell Deploy mit vier Seiten haben und das Ganze mit einer Injection Force von ungefähr 300. So. Im Orbiter ist ein Reaction Wheel in dem Dingsbums verbaut. Überlegen die Rotoren den Wiedereintritt auf Duna? Ich hoffe es doch sehr. Ich wollte aber auch nicht allzu schnell runtergehen. Die Atmosphäre auf Duna ist eigentlich relativ entspannt, wenn man gut gebremst runterkommt. Und wir haben sehr, sehr viel Toleranz am Skycrane. Das heißt, ich werde da sehr gesteuert landen. Sehr, sehr gesteuert. Also wir bringen den ganz vorsichtig runter, den Hover Rover. So, jetzt aber mal zu, wie kriegt man sowas in den Orbit?
Zack, ist auch gar nicht so billig, der Spaß. Das hier ist dann so unsere. Ah, die müssen wir wahrscheinlich gar nicht so groß machen. Die Upper Stage oder die upperste Upper Stage, mit der wir den Orbit zirkularisieren. Zu dir sein, das ist die 5, jawohl. So, die hat jetzt natürlich Kerbin nur eine 048er Trust Weight. Hilft uns das in irgendeiner Form? Aber doch, nach dem ersten Boost raus sollte das passen, dann können wir damit relativ lange brennen. So, dann kommt einmal er hier ran. Er kriegt jetzt einfach den Mainsail verpasst. So. Jawohl, das sieht schon mal gut aus. Dann bekommt er noch Unterstützung von ein paar seitlichen Boostern. Nee, ich glaube nicht, dass die verbrennen. Ich gucke gleich nochmal, was sie für eine Hitzetoleranz haben. Aber eigentlich sollte das okay sein. Ich habe schon ganz andere Sachen ohne Hitzeschild auf Duna abgesetzt und war immer wieder sehr überrascht. Wie gut sich das verhält. So. Zack. So, das ist jetzt rein für die Startphase und um der ganzen Geschichte in der Mitte ein bisschen Treibstoff zu geben. Zack, und ihr werdet natürlich alle miteinander sowas von geautostruttet. So, gut, dann ein paar Flügoletten, um irgendwo noch eine Steuerung erzielen zu können. So. Und wenn wir jetzt mal gucken, haben wir jetzt mit der Stage, dann sprengen wir das weg, dann kommt die Stage ran, haben wir 4800 zusammen. Wir starten Atmospheric bei 137, gehen dann auf 123. Da oben ist dann kein Atmospheric mehr. Und das sieht alles insgesamt ganz gut aus. Ein bisschen eine dicke Nase rum drauf. Ich hoffe, das passt. Genau, 4800 Delta V, das sollte locker reichen. Oder wie der Yin das normalerweise sagen würde, ja, willst du denn schon wieder nach Dres fliegen? Davon gehe ich heute nicht aus, dass wir das wollen. So, und was wir jetzt machen können, wir können das Ding jetzt erstmal speichern und im Hangar oder im Dingsbums im Fab vergammeln lassen, bis es soweit ist. Oder wir fliegen's direkt jetzt schon rauf. So, guter Einwand nochmal, wie wird's gesteuert? Es wird gesteuert mit erstmal eine Aufstiegsantenne. Wo ist sie? Da. Die machen wir da noch mit dran. Zip, zirp. Und dann oben natürlich mit ihrem normalen Antennen, die da mannigfaltig angebaut sind. Zum Beispiel der da und der ganzen anderen Gesocks-Geschichte. Jopp. Jopp. Genau. So. Booster. Check. Brauchen wir nicht. Ich habe Flüssigbooster dran, das muss euch heute reichen. Bei 18 Uhr wird es, denke ich, bleiben. Also, wir haben jetzt die 3 Stunden durch. Die Frage ist jetzt einfach: Heben wir es uns fürs nächste Mal auf oder bringen wir das Ding noch in Orbit? Könnt ihr mir jetzt sagen? Oh nein, der Kaffee ist tatsächlich sehr, sehr alle. Da kommt auch kein letzter Tropfen mehr raus. So, also starten wir die Rakete noch und dann ist Schluss oder gucken wir uns nochmal Aufträge an. Das könnt ihr jetzt entscheiden. Und ich habe eine Antwort schon bekommen für in den Orbit damit. Genau, dann können wir das dann nämlich oben gammeln lassen. Das tut ja nicht weh. Genau, okay, dann würde ich sagen, schießen wir es jetzt in den Orbit hoch und machen dann Schluss. Ich prüfe nochmal ein letztes Mal das Staging. Zack, zack, zack. Das passt alles. Ich denke mal, wir werden ja dann erst aufmachen. Das passt auch.
Okay, dann ab dafür, würde ich sagen. Genau, Pü, also sollte alles klappen, 7 Minuten in den Orbit, ich denke, das kriege ich hin. Ich bin eigentlich relativ unbesorgt. Also entweder explodiert es einfach vorher oder ich bin im Orbit. Von daher musst du, glaube ich, nichts verschieben. So. Joa, dann haben wir ein bisschen was geschafft. Dann ist die Mars-Mission vorbereitet. Ich bin sehr gespannt, wie dieser Hover-Rover funktioniert, weil das, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, ob das aus irgendeiner Diskussion war oder ob ich mir das irgendwie beim Autofahren ausgedacht habe oder irgendwo was gelesen habe über so Drohnen oder so. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann es echt nicht sagen. Gut, jetzt machen wir aber erstmal den Start und ich fasse es ganz kurz. 3, 2, 1 und los. Jawohl, wir sind unterwegs. Unser kleines Überraschungsei, das später mal nach Luna soll. Also genau genommen 126 Tage, aber so lange kann es ja schon mal im Orbit parken. Das wird ja nicht schlecht davon, solange wir den Reaktor nicht anfahren. Dann können wir nämlich das Startzeitfenster auch direkt nutzen, wenn das klappt. Sieht alles gar nicht schlecht aus. Ich lasse ihn jetzt mal hier selbst dem Prograde folgen. Das sollte dann eigentlich einen ganz netten Gravity-Turn ergeben, hoffe ich. Nicht zu schnell jetzt hier in der niedrigen Atmosphäre, damit der Druck vorne nicht zu groß wird auf der Nase, denn das ist tatsächlich, naja, nicht so das aerodynamischste ever, um es mal nett zu formulieren. Ich bin mir sicher, dass die vier Flügelchen da unten nicht so viel Drag erzeugen wie vorne die Nase. Deshalb auf jeden Fall erstmal ein bisschen langsam, bis er mit der Nase rumgekommen ist. Jetzt macht er einen ganz schönen Turn, ne? Sehr schön, das sieht gut aus. Schöner Gravity Turn, schön locker, flockig. Das sieht tatsächlich gut aus. Ich werde ihm jetzt gleich wieder Schub geben, dass wir uns auf der 45-Grad-Position tatsächlich jetzt auch Höhe kaufen. So, alles schubi, würde ich sagen. Ich halte ihn jetzt da mal. In der Hoffnung, dass er nicht mit der Nase ausbricht. Sieht aber soweit okay aus. Sehr schön. Sehr schön. Okay, jetzt gleich nochmal höchste Flipgefahr ever. Wenn wir separaten. Wow, das hat uns zwei von den Flügelchen gekostet gerade. Das war relativ knapp, weil wir mit der Nase nicht ganz oben waren. Uiuiuiui, das war richtig, richtig knapp. So. Ich nehme jetzt ein bisschen Speed raus. Okay. Alles in allem aber alles gut. Also aus dem Bereich, wo wir unsere kleinen Flügelchen brauchen, sind wir raus. Hätte auch das Triebwerk treffen können. Das wäre sehr ärgerlich geworden. Aber das ist nochmal gut gegangen. Lucked out in this case. So, das war tatsächlich eine sehr, sehr knappe Geschichte. Aber muss ja nochmal kurz die Spannung hochhalten, damit ihr auch alle ordentlich wach seid. Beim Pü gibt es jetzt nämlich gleich. Oh Gott, was wolltest du machen, Pü? Schreib das mal kurz. Was zum Mitspielen, und da braucht er natürlich keine seit 3 Stunden eingeschläferten KSP-Zombies, sondern da braucht er Quiplash, wollte er, glaube ich, machen. Genau, jetzt ist mir auch wieder eingefallen. Da braucht er natürlich aktive, lebendige, mental frische Unterstützer. So, und ich mache jetzt hier mal den Part auf. Das scheint geklappt zu haben. Ist wohl nichts kaputt gegangen, soweit ich das mitbekommen habe. Sehr schön. Dann können wir hier nämlich die Receiver mal ausfahren. Also auf gut Deutsch unsere Solarpaneele startklar machen. Dann sind wir nämlich soweit vorbereitet. Und ich würde sagen, ich werde jetzt mal, während ich euch noch ein bisschen was vorspiele, die Musik anschmeißen und mich verabschieden für heute. Ich danke euch vielmal fürs Zugucken. Das Ding kommt auf jeden Fall safe in den Orbit. Da mache ich mir gar keine Sorgen drum. Und wir sehen uns dann am Dienstag das nächste Mal zu Real Solar System, wenn ihr wollt. Am Donnerstag zu Hardcore Kerbal. Und hier geht's weiter am Sonntag. Wahrscheinlich ein bisschen später, weil ich am Wochenende unterwegs bin. Das passe ich aber im Kalender an. Ich twitter das dann auch nochmal und schreibe es auch nochmal in die Neuigkeiten. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.
Ja.